So, Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Runde GAX TV und damit auch einer weiteren VR Games News. Ja, und zwar geht es hier nicht nur um Spiele, sondern um sämtliche VR News innerhalb der letzten paar Wochen, die sich soweit zusammengetragen haben, was uns 2024 alles erwartet. Gerade was Hardware nach der Apple Vision Pro angeht, stehen jetzt so gut wie alle Hersteller natürlich in den Startlöchern, ein ebenbürtiges Produkt auf den Markt zu bringen. Oder zumindest, ja, wie es hier Meta mit der Quest 3 tut, einfach deutlich günstiger und attraktiver dazustehen und vor allem auch die notwendige Software dafür abzuliefern. Ja, Freunde, und der Sponsor des heutigen Videos ist kein anderer als Kiwi Design. Mit ihrem Neujahres-Sale gibt es zahlreiche Angebote und vor allem das beste Zubehör rund um die Meta Quest 3 und Quest 2. Bei denen im Store ist das Ganze in der Infobox verlinkt, aber jetzt zu den Produkten, die es derzeit stark reduziert zu kaufen gibt. Und zwar habe ich meine Quest mit dem SPC, also Single Point Charging Battery Headstrap. Ja, wir haben hier eine Powerbank, entsprechend soweit kaum merklich im Profil auftragend, gibt das Ganze hier aber der Quest 3 soweit das nötige Gleichgewicht, um schön ausbalanciert zu sein und bequem auf dem Kopf zu sitzen. Ja, wir haben die Möglichkeit hier das Ganze über dieses Rad hier das Ganze schön einzustellen und ja, bequem am Kopf anzupassen. Also, wir setzen das Ganze auf, ja, ziehen das Ganze zu und das Ganze sitzt bombenfest. Ja, also, ich muss ganz ehrlich sagen, Kiwi Design schafft es einfach immer wieder, Produkte wie hier das Battery Headstrap auf den Markt zu bringen, die einfach selbst die Originalprodukte von Meta selbst um Welten schlagen. Sei es jetzt die Qualität von den Produkten selbst, als auch der Preis-Leistung. Denn die Teile kosten teilweise die Hälfte von dem, was Meta für deren Originalteile verlangt. Wir haben hier den RGB Vertical Stand. Dazu habe ich übrigens auch ein eigenes Video gemacht. Dieser Stand, ja, ist eben mit einer kabellosen Ladefunktion für die Quest 3 ausgestattet. Dadurch wird nicht nur die Quest 3 geladen, sondern das Battery Pack, also diese kleine Powerbank, sodass, wenn ihr eure Quest aufsetzt, das Ganze zu 100% geladen ist. Wir haben hier auch die brandneuen Controller Grips, also hier solche Handschlaufen, ähnlich wie bei der Valve Index. Die Knuckle Controller habe ich hier entsprechend übers Handgelenk eine Schlaufe, kann die Controller hier richtig bequem in der Hand halten und ja, zusätzlich sind die Controller auch durch dieses Silikon wunderbar geschützt, fühlen sich sehr griffig an und ja, erhöhen einfach den Tragekomfort immens. Ja, wir können hier mit den Controller Grips das Ganze hier schick dranhängen. Ich finde, das sieht richtig geil aus, gerade weil dieser Schwarzanteil, ja, die Quest 3 als solche, ist eben überwiegend weiß, aber da wir hier eben einen schwarzen Standfuß, schwarze Controller haben, sieht das Ganze einfach ein bisschen Pro-like aus. Ja? Das sind nicht die einzigen Deals, die es derzeit auf der Webseite von Kiwi Design gibt. Dementsprechend schaut doch unter dem Link in der Infobox einmal vorbei. Übrigens, das Ganze ist ein Affiliate-Link, sprich, ihr unterstützt damit sogar noch zusätzlich den Kanal. So, und damit geht es jetzt auch weiter mit dem eigentlichen Video. Wir haben hier auch von VR Rock Linseneinsätze für die Meta Quest 3 mit Sehstärke. Ja, und das weiß vielleicht nicht jeder, aber ich trage in meinem Alltag selber Kontaktlinsen und entsprechend weiß ich, wie nervig es ist, wenn man nach Hause kommt. Vielleicht im Alltag so nicht gänzlich auf seine Kontaktlinsen angewiesen ist und zu Hause dann zumindest in seiner freien Zeit ein bisschen auf seine Kontaktlinsen verzichten möchte, um die Augen zu schonen, zu entlasten. Ja, und dann setzt man sich die VR-Brille auf und denkt sich, verdammt, ohne Kontaktlinsen geht's nicht. Und entsprechend gibt es direkte Einsätze für die Quest, ja, die sozusagen maßgefertigt sind und mit eurer angegebenen Sehstärke ausgeliefert werden. VR Rock bietet hier eine preisgünstige und wirklich qualitativ hochwertige Möglichkeit, mit Sehstärke zocken zu können und dabei eben sowohl auf seine Brille als auch auf die Kontaktlinsen zu verzichten. So, und ich werde das Ganze natürlich heute für euch einmal kurz auschecken. Ich habe gerade noch meine Kontaktlinsen drin und freue mich schon, die Teile rauszunehmen und zu schauen, ja, wie es erstens mit Kontaktlinsen, ohne Kontaktlinsen und dann mit den VR Rock
Linsen einsetzen, soweit ausschaut. Also ich würde sagen, ja, wir wechseln einmal die Perspektive, setzen die Linsen ein. Ja, wer kennt es nicht mit der MetaQuest 3? Ihr seid Brillenträger, tragt Kontaktlinsen oder im Alltag eben eine Brille, wollt eure VR-Brille aufsetzen. Dann ist eben die Tiefenwahrnehmung eben das, was die virtuelle Realität ausmacht, und die Linsen, durch die ihr schaut, ja, machen eure Augen nicht zwingend besser. Entsprechend ist man eben auch mit einer VR-Brille auf Sehstärke angewiesen. So zum Beispiel, ja, in meinem Fall trage ich Kontaktlinsen mit einer Sehstärke und einem Dioptrienwert von minus 1. Ich bin entsprechend kurzsichtig. Entsprechend hat VR Rock, ja, einen neuen Partner des Kanals, hier dem Ganzen Abhilfe verschaffen. Die haben nämlich eine kostengünstige Linsenlösung für die Quest 3 geschaffen. Ja, wie bereits gesagt, VR Rock, und auch dazu gibt es einen exklusiven Rabattcode, der, ja, einfacher geht's nicht, KuxTV, einfach in das Rabattfeld eintragen und ihr bekommt 10% Rabatt. Mega nice von den Jungs, dass sie hier auf jeden Fall den Kanal hier so ein bisschen unterstützen. Wir schauen uns jetzt diese Linseneinsätze von VR Rock eben einmal an. Denn das, was die Teile auszeichnet, ist vor allem auch der Preis. Einstiegspreis liegt bei 25 US-Dollar. Das ist wirklich sehr, sehr günstig. Und das Ganze kommt in einem solchen kleinen Tragetäschchen. Sprich, wenn ihr die Teile mal rausnehmen wollt, habt ihr auch eine Möglichkeit, das Ganze sicher aufzubewahren. Links und rechts entsprechend die Linsen. Wir haben hier oben einmal am Rand ein kleines R stehen, damit ihr auch wirklich wisst, welche der Linsen die rechte und welche die linke Seite ist. Und das Besondere ist, ja, wenn wir das Ganze hier mal in die Hand nehmen, ja, dann lassen sich die Teile hier auseinandernehmen. Auch der Rahmen hat ein R dran, also für die rechte Seite. Und ihr seht hier drei eingelassene Magneten, jeweils auf beiden Seiten. Ja, guckt euch das an, die sind auch wirklich sehr, sehr stark. Ja, das klippt hier direkt rein. Und verrutscht nicht, denn wir haben hier so Führungsstützen, die dann entsprechend in die dafür vorgesehenen Aussparungen einrasten. Und das sorgt einfach dafür, dass wir diese Linsen, falls wir die VR-Brille jemand anderen, der eben keine Sehstärke nutzt, geben, ganz einfach die Linsen abnehmen können. Der Rahmen bleibt dann sozusagen in der Brille und vielleicht habt ihr dann sogar von VR Rock für euren Partner, Freund oder Familienangehörige solche Einsätze machen lassen. Ja. Jeder hat sein eigenes Paar und dann kann es schon direkt losgehen, denn mit diesem Magnetaufsatz geht das Ganze wirklich sehr, sehr schnell, sehr, sehr einfach. Ich würde sagen, wir nehmen einfach mal den Rahmen ohne Brilleneinsatz, ja, und setzen das Ganze jetzt hier auf die linke Seite ein. Wir sehen, hier haben wir die flache Aussparung, dann die runde, geöffnete Seite, und genauso setzen wir das Ganze dann hier entsprechend ein. Ja, dann schützen diese Linsen natürlich die tatsächlichen Linsen der Quest. Ja, und wenn die Teile dann einmal drin sind, dann fällt es wirklich nicht auf, dass ihr hier irgendetwas angepasst habt. Aber was ihr damit verbessert habt, ist entsprechend eure Sicht. Denn damit könnt ihr dann auch wirklich die höhere Auflösung der Quest 3 genießen und alles knackig scharf sehen. Den Link zu den VR Rock Linseneinsätzen findet ihr natürlich in der Infobox, ist übrigens auch ein Referral-Link, mit dem ihr den Kanal noch zusätzlich unterstützt. Ja Leute, fangen wir doch mit den News an, und zwar neben der Tatsache, dass Apple die Vision Pro für knapp 3.400 US-Dollar auf den Markt gebracht hat, gibt es derweil die MetaQuest 3 für, tja, gerade mal im Vergleich 549 Euro. Ja, und für alle VR-Neueinsteiger und Interessierten will ich nochmal hervorheben, dass es im Bundle mit der MetaQuest 3 bis zum 30.03. Asgard's Wrath 2, einem waschechten VR-AAA-Titel, gratis dazu gibt. Ja, also wenn ihr gerade noch überlegen solltet, euch eine VR-Brille anzuschaffen, die Quest 3 bekommt auf jeden Fall meine Empfehlung. Und übrigens über meinen Link in der Infobox bekommt ihr noch zusätzlich, wenn ihr die Quest 3 darüber kauft, 30 Euro Startguthaben für den Quest Store und könnt direkt loslegen. Falls ihr euch überlegt, welche Games sich wirklich in der VR lohnen, würde ich sagen, solltet ihr euch bis zur VR Games News gedulden. Ja, die kommt zum Schluss. Aber jetzt geht's erstmal an die Gerüchteküche rund um die Hardware News, was uns alles im Jahr 2024 und darüber hinaus erwarten wird. Ja, neben der besagten Apple Vision Pro, die bereits im Handel ist, mehr oder weniger, das Teil ist kaum verfügbar und eben eigentlich nur für den amerikanischen Raum jetzt erstmal veröffentlicht worden. 3.499 US-Dollar kostet das Ganze, ist eben eine
Prosumer-Brille, ja, was auch immer das heißen soll, ist natürlich für den industriellen Einsatz für Unternehmen und experimentelle Umgebungen, denn es ist eben nichts weiter als eine Tech-Demo. Also ja, viele interessante neue Ansätze, aber wirklich praktikabel ist die Implementierung der Vision Pro jetzt für den Alltag, für jemanden wie mich oder euch wahrscheinlich, eher nicht. Ja, das muss man ganz klar sagen. Sie hat wirklich exotische Hardware im kleinsten Raum untergebracht, aber zumindest von dem, was ich gehört habe, mehr als einen Prototyp ist das Ganze jetzt erstmal so zum Stand der Dinge nicht. Dennoch werde ich dieses Jahr in Amerika sein und man kann tatsächlich vor Ort in einem Apple Store eine Tech-Demo, also live das Gerät ausprobieren, testen und da würde ich super gerne meine Kamera mitnehmen und euch meine direkten Eindrücke zur Vision Pro soweit mitteilen, gerade wie der Direktvergleich, ja, zu einer Quest 3 so ausfällt. Da bin ich mega gespannt drauf. Aber Gerüchten zufolge dürfte die Technik, die in der Vision Pro drin steckt, bald zumindest mit ähnlicher Qualität von der Konkurrenz kommen. Denn Qualcomm arbeitet für 2024 mit Hochdruck an einem Next-Gen-Chip. Und zwar dieser XR-Chip hier, hier explizit der XR2 Plus Gen 2. Ja, der XR2 Gen 2, der steckt in der Quest 3. Aber der XR2 Plus soll eben in High-End-VR-Brillen zum Einsatz kommen, die es mit der Vision Pro aufnehmen können sollen. Und explizit dort ist Samsung und LG genannt, denn dort sind anscheinend bereits ein paar VR-Brillen geplant. Hier explizit arbeitet Samsung nicht nur mit Qualcomm zusammen, sondern eben auch mit Google. Soll natürlich auch in irgendeiner Form preislich mit der Apple Vision Pro konkurrieren, aber dort nach eigenen Aussagen deutlich günstiger angesetzt werden, was auch immer das heißen soll. Ja, die Spanne von 3.500 US-Dollar ist natürlich relativ breit gefächert. Und dieser XR2 Plus Gen 2 Chip soll satte 15% höheren GPU-Takt und 20% höheren CPU-Takt gegenüber dem, was in der Quest 3 drin steckt, soweit zulassen. Und genauso wie die Vision Pro auf bis zu 12 Kameras setzen können. Das ist sehr beachtlich und dann vor allem auch sehr spannend zu sehen, was dann letzten Endes für uns, ja, für den Konsumentenmarkt, dann tatsächlich erscheinen wird. Was wir soweit wissen, LG arbeitet hier mit Meta zusammen, dort explizit für 2025 an dem Nachfolger der Quest Pro, und zwar der Quest Pro 2. Ja. So wird das Ganze wahrscheinlich heißen. Und wenn wir uns überlegen, Anfang 2023 kam die Quest Pro in den Handel für satte 1.799 Euro. Wenige Zeit später dann eben für 1.199 Euro im Preis gefallen, einfach weil sie sich nicht verkauft hat und eben die Quest 3 in den Startlöchern stand, wollte man noch irgendwie ein paar Absatzzahlen verzeichnen. Und ja, inzwischen sogar bei 1.099 Euro liegt das Teil. Ich denke mal, da wird es auch noch lange bleiben, denn wer wird eine Quest Pro kaufen, ganz ehrlich, wenn es zum halben Preis eine Quest 3 gibt? Muss man ganz ehrlich sagen, diese Brille hier bietet so viel. Ja? Und geschweige denn im Vergleich zur Apple Vision Pro. Ja, ist zwar ein nettes Gerät am Ende des Tages, aber wirklich abliefern, gerade in puncto Software und Alltagskompatibilität, weil das Gerät kann man ohne weiteres mit Windows nutzen. Entsprechend auch für PC-VR-Spiele, kabelloses VR ist einfach durch Metas Engagement so viel besser implementiert und dementsprechend, ja, wenn mich jemand fragt, welche VR-Brille sollte ich mir holen? Ja, vor einem Jahr war es die Quest 2, jetzt ist es uneingeschränkt die Quest 3. Ja, wie bereits gesagt, Game-Bundle-Aktionen, Store-Guthaben, also das sind alles Punkte, die für diese Brille sprechen. Und es gab sogar eine Meta Quest 3 Lite, also einem günstigeren Ableger. Davon war zeitweise die Rede und dieser sollte, ja, und das macht es etwas weniger spannend, exklusiv für den chinesischen Markt erscheinen. Meta hat nämlich in Kooperation mit Tencent, also nur für den Kontext, das ist das Entwicklerstudio hinter Riot Games, welches mitunter für League of Legends und Valorant bekannt ist. Also das dürfte zumindest dem einen oder anderen von euch ein Name sein und wäre genau deswegen auch sehr, sehr spannend für die VR-Industrie. Einfach weil hier natürlich eine gigantische Community hintersteht, die
VR soweit etwas an Popularität gewinnen lassen könnte. Aber diese Pläne einer Quest 3 Lite scheinen jetzt irgendwie ins Wasser gefallen zu sein, denn man spricht inzwischen davon, dass dieser Deal geplatzt ist, was sehr, sehr schade ist, weil gerade im asiatischen Raum eben ByteDance mit der Pico-Brille doch relativ stark dominiert, gerade auch preislich. Und eine solche Quest 3 Lite hätte zumindest, ja, okay, 550 Euro ist jetzt nicht günstig und entsprechend war ja auch der Preis der Quest 2 deutlich günstiger angesetzt. Und da sollte diese Lite-Variante der Quest 3 landen, also im Bereich von 300 Euro. Ja, soweit freudige Nachrichten für die Quest-Reihe. Also sowohl die Quest 2, Quest 3 als auch die Quest Pro werden jetzt offiziell von Steam Link unterstützt. Ja, also es gibt inzwischen eine eigene Implementierung für den App Store, die man auf der Brille installiert und dann direkt sich in Steam anmeldet, die Verbindung zu seinem Desktop-PC ohne große Umstände herstellen kann und damit ist das soweit die einfachste Möglichkeit, um zum Beispiel PC-VR-Spiele wie zum Beispiel Half-Life Alyx über Steam zu spielen. Was das aber für mich darstellt, ja, einem vielleicht ersten Indikator dafür, dass eben eine kabellose Valve Index bald schon endlich das Tageslicht erblicken wird. Denn die ist schon sehr, sehr lange im Gespräch, also wenn man sich überlegt, 2019 kam die ursprüngliche Valve Index raus und der Trend zu kabellosem VR ist eben maßgeblich für die Industrie und damit dürfte es, denke ich, nicht mehr lange dauern, bis Valve auch endlich mit einem kabellosen Ableger auf den Markt bringen wird. Ja, erst kürzlich ist Steam VR 2.0 erschienen. Ja, Freunde, eine Sache, die es noch in die VR-News mit reingeschafft hat, ist die neue Implementierung des Updates 62. Ja, und zwar von der Desktop-App, also das Ganze heißt jetzt Meta Link und nicht mehr Oculus Link. Also auch hier hat es endlich die längst überfällige Version der Desktop-App ein Update spendiert bekommen. Also da hat sich auch soweit wirklich einiges getan. Wir haben längere Akkulaufzeit, ja, und dort auch wirklich enorm lange Akkulaufzeiten, wenn ihr die Meta Link App benutzt. Also inwieweit das jetzt Auswirkungen auf zum Beispiel Virtual Desktop, Steam Link hat, das steht dort soweit jetzt erstmal nicht. Also es geht jetzt explizit um die Desktop-App von Meta selbst. Ja, Punkt Nummer 2 ist der Support von RTX 4000ern von Nvidia. Also die werden jetzt offiziell sozusagen hiermit unterstützt. Das wurden sie natürlich auch schon vorher. Aber wie ihr hier anhand dieser Benachrichtigung hier seht, ist trotz meiner RTX 4070 Ti Super mein Gerät noch immer inkompatibel. Ja, das ist natürlich kompletter Murks und hat keinen Einfluss darauf, wie das System in der VR funktioniert, ist einfach, ja, Stand der Dinge. So läuft das halt bei Meta. Die müssen manuell jede Grafikkarte hinzufügen und machen das alle halbe Jahre. Ja, Punkt Nummer 3, und das finde ich eigentlich den spannendsten. Ja, ich nehme mal kurz meine Quest einmal ab, damit ich hier ein bisschen besser sehe. Wenn ihr das Ganze verbunden habt, ja, und die Quest selber mit 120 Hertz betreibt, könnt ihr, und das war vorher nicht möglich, entsprechend die Quest 3 hier entsprechend auch bei Grafikeinstellungen mit 120 Hertz laufen lassen. Ja, vorher war das Ganze in der Airlink-App auf 90 Hertz limitiert. 120 Hertz sind jetzt mit der Quest 3 möglich. So, bei wem die App hier noch nicht mit dem neuen Logo ausgestattet ist, geht einfach hier, ja, bei Settings auf Beta-Version und drückt auf Restart Meta Quest Link. Ja, dann wird das Ganze rebootet und dürfte dann in den meisten Fällen das neueste Update drauf spielen. Bei mir ist entsprechend die Version 62 bereits drauf. Jetzt machen wir uns schon an die VR-Games-News, denn auch da stehen wirklich einige Gaming-Perlen soweit bereits. Und zwar angefangen 2024 soll Into the Radius einen weiteren Teil bekommen. Ja, dieses soll mit beeindruckender Grafik daherkommen. Dazu gibt es auch bereits schon ein paar Gameplay-Aufnahmen, die soweit im Netz kursieren. Und was für mich sehr spannend ist, ist, dass das Ganze, ja, als Stalker-inspirierter Survival-Shooter soweit auch einen Koop-Modus mit sich bringt. Also ich finde, VR ist einfach darauf angewiesen, diese Immersion eben in einen Multiplayer irgendwie zu vereinen. Also der Titel wird sich auf jeden Fall geholt, genauso wie Wanderer The Fragments of Fate. Dieses kommt am 27.06.2024 in den Handel
Und auch da bin ich enorm gespannt drauf, denn es ist theoretisch eine Neuauflage von einem etwas älteren Game, das aber von Grund auf neu aufgearbeitet wurde und eben mit der aktuellen VR-Technologie so weit mitgegangen ist. Das Paradebeispiel für wirklich brillante VR-Grafik für das Jahr 2024 darstellen dürfte. Und auch spannend, ja, und da war ich richtig überrascht, denn das kam so ziemlich aus dem Nichts. Die Rede hier ist von Metro Awakening. Und zwar wurde dieser Titel von keinem anderen Studio als Vertigo Games soweit veröffentlicht. Und zwar ist das das Studio, das sowohl hinter Arizona Sunshine als auch After the Fall steckt. Das Ganze findet vor dem Jahr 2033 statt und spielt 2028 soweit als kleine Vorgeschichte zu dem ganzen Thema statt. Ich bin gespannt, was hier uns alles gezeigt wird, aber die gesamte Metro-Kulisse in den dunklen Tunneln versprechen auf jeden Fall einen aufregenden Spielspaß mit der VR-Brille. Entsprechend passt es thematisch ganz gut, dass die Airlink-Schöpferin Mitte Januar einen nativen Nintendo 3DS-Emulator soweit für die Quest vorgestellt hatte. Und zwar nennt sich dieser Citra VR. Von Amanda Watson. Ja, was gegenüber dem gleichnamigen Windows-Ableger jetzt hier tatsächlich neu ist, ist, dass stereoskopisches Rendering soweit mit Tiefenwahrnehmung für die VR-Brille unterstützt wird. Und ja, das ist einfach enorm spannend, hier Emulatoren für die VR-Brille mit einer enorm großen Palette an Spielen, die sich hier drauf dann projizieren lassen, soweit bietet und einen ganz anderen Ansatz darstellt. Denn die Community der Emulatoren ist sehr, sehr groß und das Ganze ist bereits ab dem 20. Januar über SideQuest beziehbar und ja, ich denke, ein weiterer Schritt, die VR-Community noch breiter zugänglich zu machen und eben mehr Möglichkeiten zu bieten, sich hier in irgendeiner Form zu unterhalten. So, relativ aktuell am 7.3., also das müsste, wenn alles gut läuft, heute sein. Also am Donnerstag dieser Woche ist für Beat Saber einmal das Deathpunk DLC rausgekommen. Ja, werde ich mir definitiv holen. Also mega geil. Ja, also Technology dort einmal drin zu rocken, darauf habe ich Bock. Genauso auch für Walkabout Minigolf ist ein weiteres DLC soweit erschienen. Ja, das Ganze heißt Ice Layer und thematisch eben, ja, es ist noch relativ kalt, dürfte dementsprechend noch gut in die Jahreszeit reinpassen. Aber auch im Sommer kann ich mir das ganz cool vorstellen, um sich eine kleine Abkühlung zu verschaffen. Ja Leute, ich hoffe, die VR-News haben euch soweit wieder ein paar Neuigkeiten rund um das Thema VR näher gebracht. Wenn ihr Bock drauf habt, ja, dass ich euch weiterhin die News rund um die Virtual Reality News für euch zusammentrage, dann lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Denn die Vorbereitung für eine solche VR-News ist immer relativ zeitaufwendig, aber da es eben mein eigenes Hobby ist und ich finde, ja, dass wirklich VR von möglichst vielen Leuten probiert werden sollte, mache ich mir gerne die Mühe und entsprechend bleibt mir nichts weiteres zu sagen als Gaming Fitness, that you see on GAX TV.